Die Deutschen sind stolz auf ihre Trümmerfrauen. Sie gehören zum Gründungsmythos beider deutscher Nachkriegsrepubliken. Aus freien Stücken und mit bloßen Händen, so haben wir gelernt, haben sie das Land von den Trümmern befreit und den Weg für den Wiederaufbau geebnet. Doch stimmt das so? Worauf gründet sich unser Bild der Trümmerfrauen? Verbirgt sich dahinter womöglich eine ganz andere Geschichte? Es scheint Konsens. Ohne die Trümmerfrauen, ohne ihren freiwilligen und heldenhaften Einsatz, wäre Deutschland nicht das, was es geworden ist. Die sogenannten Trümmerfrauen, diese Generation, und das gilt für überall in Deutschland, hat das Land wieder groß gemacht. Die bekannten Fotos zeigen meist das Gleiche. Junge, hübsche Frauen, sommerlich gekleidet, überraschend gut gelaunt bei der Arbeit. Vermitteln diese Bilder einen realistischen Eindruck von der Trümmerräumung? Wer hat die Städte vom Schutt befreit? Wer das Land wieder aufgebaut? Was weiß man heute über die Rolle, die die Trümmerfrauen dabei gespielt haben? Fest steht, Trümmer gab es in Deutschland nicht erst am Kriegsende. Mit der Eröffnung des Luftkrieges beginnt die großflächige Zerstörung vieler deutscher Städte. So gehen während der Operation Gomorra im Sommer 1943 allein auf Hamburg 2300 Tonnen Bomben nieder. Die Schäden mussten möglichst schnell beseitigt werden, um das Leben trotz der Angriffe aufrechtzuerhalten. Über dieses Kapitel der Schutträumung ist wenig bekannt. Wer hat im Krieg die Trümmer geräumt? Zum Ersten hatten die Nationalsozialisten eigene Organisationen dafür, wie den Sicherheits- und Hilfsdienst, haben den Reichsarbeitsdienst eingeschaltet, die HJ. Aber all diese sozusagen freiwilligen Helfer hätten nicht ausgereicht. Also man hat auch mit zunehmenden Bombenangriffen immer mehr Zwangsarbeit organisiert. Kriegsgefangene und ausländische Zivilarbeiter werden zwangsverpflichtet. In Köln schließlich auch KZ-Häftlinge. Die sogenannten SS-Baubrigaden sollen den kriegsbedingten Männermangel in den Städten ausgleichen. Sie müssen vor allem die besonders gefährlichen Räumarbeiten erledigen, auch die Entschärfung von Blindgängern. Mit diesen KZ-Häftlingen kamen ab Herbst 1942 zum ersten Mal für einen größeren Kreis der deutschen Bevölkerung sichtbar diese elenden Arbeitssklaven in den eigenen Lebensbereich. Und das war im Prinzip auch der Auftakt der Ausweitung des KZ-Außenlagersystems. Andere Städte wie Bremen oder Hamburg folgen dem Kölner Beispiel. Der lebensgefährliche Arbeitseinsatz dieser Zwangsarbeiter ist auch ein Instrument ihrer Vernichtung. Die Erinnerung daran ist blass. Die Frauen, die in der NS-Zeit zwangsweise Trümmer räumen mussten, sind jedenfalls nicht gemeint, wenn heute von Trümmerfrauen die Rede ist. Noch während in Hamburg tatsächlich Zwangsarbeiter den Schutt beseitigen, entsteht dort parallel bereits das heute so bekannte Klischeebild der Trümmerfrau als Teil der NS-Propaganda. Es sind Schauspielerinnen, die im Spätsommer 1944 für die Hamburger Zeitung posieren. Trümmerarbeit soll einen attraktiven Anstrich bekommen. Denn im Zuge der Kriegsmobilisierung muss auch die Heimatfront vollen Einsatz zeigen. Heiter, tatkräftig und opferbereit. So inszeniert die NS-Propaganda die schutträumenden Frauen. Das ist die Propagandavorstellung. Die Volksgemeinschaft steht zusammen, um die Trümmer zu räumen, die eben die Alliierten hier angerichtet haben.
im Grunde genommen ist da 1944 dieser Mythos grundgelegt worden, im Bild, dieser Bildmythos, den wir bis heute kennen, in dieser Form einer Trümmerfrauen-Idee. Die Bilder, die hier entstehen, werden zum Prototyp der späteren Trümmerfrauenfotos. Im April 1945 ist Nazi-Deutschland endgültig besiegt. Ein großer Teil des Landes, eine Wüste aus Ruinen. In vielen Städten ist die Hälfte des Wohnraums zerstört. Mit dieser Zäsur beginnt meist die offizielle Geschichte der Trümmerräumung. Diese Stunde Null, da war alles zerstört und dann hat es neu angefangen. Also das heißt, man setzt 1945 sehr gerne dann als so einen mythischen Ausgangspunkt. Schlägt jetzt die Stunde der Trümmerfrauen? Ein Schuttberg von unvorstellbarer Dimension hat der Krieg hinterlassen. Experten schätzen ihn heute auf mehr als 400 Millionen Kubikmeter. Die Schuttbeseitigung ist ohne Frage eine der größten Herausforderungen der Nachkriegszeit. Zunächst vor allem für die Alliierten. Denn in Deutschland haben jetzt die Siegermächte das Sagen. Bei der Frage, wie die gewaltigen Schuttmassen in den Griff zu bekommen sind, greifen die Alliierten auf ein bewährtes Konzept zurück. Die Idee von der Trümmerräumung als Strafarbeit, die wurde von den deutschen Stadtverwaltungen und den Alliierten erstmal nahtlos übernommen. Gerade die alliierten Militärregierungen haben in den ersten Monaten nach Kriegsende deutsche Kriegsgefangene den deutschen Stadtverwaltungen zur Verfügung gestellt, damit eben die Städte damit beginnen konnten, die Trümmer mit deutschen Kriegsgefangenen weiter voranzutreiben. Die vier Siegermächte ziehen zudem ehemalige Nationalsozialisten zu Sühnemaßnahmen heran. Es ist Pragmatismus und Vergeltungsbedürfnis zugleich. Die Vorstellung der Alliierten war ja auch, dass die Parteigenossen, also die sogenannten PGs, im Grunde genommen aufräumen sollten, was der Nationalsozialismus angerichtet hat mit diesem Krieg. Nazi-Deutschland hat den Krieg begonnen und nun sollen diejenigen, die diese Partei angehört haben und ihr nachgelaufen sind, diese PGs eben, sollen am Aufräumen der Trümmer mitbeschäftigt sein. It was a dirty job, those first months of cleaning up. So MG gave the dirty work to Germans used to dirty work, the Nazis. For the Nazis, whether banker, lawyer, government official or party gangster, could not be trusted with any other type of work. So this was their job. No matter how much they whined, they couldn't do it. MG made it clear to Nazi gripers that if they didn't work, they didn't eat. Wer welche Strafarbeiten leisten muss, entscheidet sich im Prozess der Entnazifizierung. What Nazi organizations did you join, mein Herr? What's been your source of income, mein Frau? Did you fight the Nazis? If so, how? Auch in verschiedenen Stadtarchiven finden sich Belege dafür, dass ehemalige NSDAP-Mitglieder zur Trümmerarbeit zwangsverpflichtet wurden. Man muss festhalten, dass es ein verbreitetes Phänomen war über ganz viele Städte, sei es München, Stuttgart, Köln, Dresden, Magdeburg oder Berlin. Da lässt sich das überall nachweisen. Unter den Sühnedienstlern befinden sich nicht nur Männer, sondern auch politisch belastete Frauen. Allerdings ist die Grenze zwischen Pflicht und Freiwilligkeit bei den Sondereinsätzen fließend. Die haben sich teilweise freiwillig gemeldet, nach öffentlichen Aufrufen der Stadtspitze, weil sie dadurch bei ihren bevorstehenden Spruchkammerverfahren eine bessere Ausgangsposition hatten. Reue vermindert das Strafmaß für die Beteiligung an NS-Verbrechen. Doch trotzdem versuchen viele der unangenehmen Trümmerarbeit zu entgehen. Die Beschwerden bei den Stadtverwaltungen nehmen zu.
Die wahren Verbrecher würden sich mit Hilfe alter Seilschaften vor der Arbeit drücken und in der staubfreien Sommerfrische auf ihre Entnazifizierung warten. Die Akten über Einsätze ehemaliger NSDAP-Mitglieder werfen ein neues Licht auf unser Bild von den Trümmerfrauen. Zeigen viele der Fotos, auf denen wir die Heldinnen der Nachkriegszeit zu sehen glauben, in Wirklichkeit NS-belastete Frauen bei der Strafarbeit? Die Historikerin Marita Kraus hat sich ausführlich mit diesen Bildern beschäftigt. Dabei macht sie eine Entdeckung, die sie stutzen lässt. Ein Foto kommt ihr bekannt vor. Da habe ich plötzlich gesehen, komisch, dieses Bild, Trümmerfrauen in Würzburg, das kennst du irgendwoher. Es war eben auf diesem Bild eine Frau drauf mit Hosenträgern, karierter Bluse, einer sehr auffälligen Hose, die ich mir irgendwie gemerkt hatte. Die Historikerin kennt die Frau aus einer Fotoserie aus dem Nachlass des Münchner Fotografen Francais. Die Bildunterschriften der Originalbilder zeigen, dass diese Frau nicht in Würzburg, sondern in München geräumt hat. Doch das ist nicht die einzige falsche Zuordnung. Es handelte sich genau eben nicht um eine gute, unschuldige, brave Münchner Trümmerfrau, die freiwillig hier einen Trümmereinsatz räumt, sondern um eine Parteigenossin, die eben im Rahmen der Sühneleistung hier am Münchner Färbergraben zur Räumung verpflichtet war. Die Fotos zeigen also keineswegs immer das, was wir zu sehen glauben. Was in deutschen Zeitungen und Schulbüchern jahrelang als typisches Bild von Trümmerfrauen abgedruckt wurde, zeigt in Wirklichkeit politisch belastete Frauen, die Sühnearbeiten zu verrichten hatten. Doch dem Ausmaß an Zerstörung ist auch mit Strafdiensten nicht beizukommen. Freiwilliger Einsatz von allen ist gefragt. In einigen Städten wird bald die ganze Bevölkerung aufgefordert, sich an Räumaktionen zu beteiligen. Doch aus freien Stücken ist kaum jemand bereit, mit anzupacken. Daher erklären viele Stadtverwaltungen den Trümmereinsatz zur Pflicht für alle Bürger. In Köln geht Kardinal Frings als Vorbild voran. Es gilt in kürzester Zeit, die Trümmer zu beseitigen und neue Wohnungen zu schaffen. Jeder Bürger Kassels ist verpflichtet, 6 Tage an dem Wiederaufbau der fast völlig zerstörten Stadt mitzuarbeiten. Die Bürgereinsätze in westdeutschen Städten dauern pro Jahr zwischen 2 und 6 Tagen. In Köln reicht sogar schon 1 Tag Ehrendienst. Bei Verweigerung drohen Sanktionen. Es gab dann also bestimmte Benachteiligungen, wenn man diesen Ehrendienst nicht ableistete. Diese Benachteiligungen konnten durchaus gravierend sein, also dass man bestimmte Lebensmittelkarten nicht bekam, bestimmte Bezugsscheine, dass man bei der Vergabe von Wohnungen und so weiter benachteiligt war. In den meisten Städten richtet sich der Aufruf ausschließlich an Männer. In Köln nur in den ersten 2 Jahren auch an Frauen. Seite an Seite mit Kölns berühmtestem Schauspieler Willy Millowitsch zu schippen, hat sicher zur Motivation beigetragen. Doch es gibt noch andere Gründe, mit anzupacken. Umstände, die aus den Fotos nicht hervorgehen. Es gibt zum Beispiel ein Bild aus Freiburg, wo 2 Frauen bei der Trümmerräumung zu sehen sind. Das waren 2 Studentinnen, die in Freiburg Trümmer räumen mussten, weil sie sonst die Immatrikulation für die Universität nicht bekommen hätten. Heute werden diese Bilder aber so dargestellt, dass darunter steht Trümmerfrauen, die in Freiburg die Trümmer räumten. Und insofern verstehen wir heute oft nicht mehr, was auf den Bildern eigentlich gezeigt wird und weshalb diese Frauen Trümmer räumten. Bei der Münchner Aktion Ramadama geht es vor allem um den Gemeinschaftsgeist. Das Ganze hatte eher so den Charakter von einem großen Volksfest. Das war eine gewisse mediale Wirkung, die erzielt wurde dadurch. Der Ertrag dieser Schutträumungsaktion war relativ gering. Die Bürgereinsätze im Westen sind kurz. Große Trümmermengen werden dabei nicht beseitigt. Es sind vor allem symbolische Aktionen. In Köln, wo aus Kriegsschutt der Herkulesberg entsteht, werden auf diesem Wege nur 2,7% der Trümmer geräumt. Und was ist mit dem großen Rest? Trümmerräumung ist in dieser Nachkriegszeit absolute Schwerstarbeit gewesen. Eine Schwerstarbeit, die erstmal mit dem Gewicht natürlich dieser Brocken zusammenhing, die zu räumen waren, aber dann auch mit den Aufgaben. Also diese
zerstörten Häuser, wenn man sich die Bilder anschaut aus den Filmaufnahmen, die man kennt, oder aus den Fotos, da stand oft noch eine ganze Fassade und die drohte zusammenzustürzen. Jetzt musste die gesprengt werden, natürlich von professionellen Sprengmeistern, nicht von irgendeiner Hausfrau mit bloßen Händen. Man hat die Bilder von den riesengroßen Häusern, die in sich zusammenfallen und wo das nur so staubt. Und auf der anderen Seite hat man eben dann die Frauen, die mit ihren Händen Mörtel von den Ziegelsteinen klopfen. Und das wird daneben gestellt. Aber das wird so getan, als ob das überhaupt nicht im Widerspruch stünde. Die eigentlichen Akteure bleiben heute oft unerwähnt, wie zum Beispiel die Alliierten. Sie helfen bei allen Maßnahmen mit und stellen Maschinen zur Verfügung. Die Rheinschifffahrt ist vor allem für den Transport von Nahrungsmitteln und Heizmaterial für den kommenden Winter wichtig. Die Alliierten haben alle Kräfte zur Beschleunigung der Räumarbeiten eingesetzt. Und größere Strecken des Rheins werden schon vor dem Herbst wieder befahrbar sein. Worauf es ankam, das waren Leute, die tatsächlich mit Maschinen umgehen konnten, also mit schweren Maschinen. Es waren nicht Frauen, die dort mit ihrer Händearbeit diese Trümmer beseitigt haben, sondern es waren zunehmend professionalisiert große Unternehmen, die mit schwerem Gerät das entsorgt haben. Die Stadtverwaltungen in den Westzonen vergeben Großaufträge an Baufirmen, die die Trümmerräumung in Eigenregie durchführen, mit Männern. Ein Netz aus Trümmerbahnen durchzieht die zerstörten Städte. Auf diesem Wege wird im Westen die Masse der Trümmer professionell entsorgt. Der Schutt landet auf Halden oder wird im Meer verklappt. In der Nähe von Hamburg dient er zur Befestigung eines Deichs. Einer dieser Elbdeiche hat nach einem Sturm sein Innenleben preisgegeben. Maschinenteile, Heizkörper und Laternen beweisen, diese Trümmer sind nicht einzeln durch Hände gewandert. Ziegelsteine hätte man ebenso wie das kostbare Metall zur Wiederverwertung aussortiert. Nach und nach werden auch maschinelle Verfahren entwickelt, um wertvolle Baustoffe aus den Trümmern zu gewinnen. Ein wichtiges Thema der Nachkriegsjahre. Ganz besonderes Interesse fanden diesmal natürlich die Werkzeugmaschinen und die Baumaschinen. Auch bei der Beseitigung der Trümmer und bei der Wiederaufrichtung unserer Städte muss man allmählich von der arbeitsintensiven Wirtschaft zu technisierten Verfahren übergehen. Der Schutt wird an Ort und Stelle sortiert und gemahlen, um zu neuen Baustoffen verarbeitet zu werden. Der restliche Schutt bildet die Grundlage für neu zu schaffende Grünanlagen. Fast alle deutschen Städte haben ihren Trümmerberg. In München ist es der Olympiaberg. In anderen Städten heißen sie im Volksmund Monte Scherbellino oder Mount Klamott. In Berlin gibt es 7 dieser künstlichen Hügel. Darunter auch gesprengte Flakbunker. Sie wurden unter den Trümmermassen begraben, wie hier am Humboldthain. Doch war die Trümmerräumung allein das Werk professioneller Baufirmen? Woher kommen dann die Bilder, die so vertraut scheinen? Man hat die Vorstellung, dass alle deutschen Frauen, egal wo sie beheimatet waren, nach dem Krieg als Trümmerfrauen wirklich tätig waren. Wir wissen mittlerweile aus den Statistiken, dass es nicht nur eine ganz kleine, marginale Zahl war. Dass sie vielleicht im privaten Bereich oft angepackt haben, ihre eigenen Wohnhäuser mit aufgebaut haben. Aber Berlin ist sicher eine Ausnahme. Berlin ist eine große Ausnahme, weil da eben auch der Männermangel viel eklatanter war als in anderen Gebieten Deutschlands. Berlin also. Bei Kriegsende ist ganz Berlin sowjetisch besetzt. Die Sowjets etablieren ein System, das die nachrückenden westlichen Alliierten zunächst in allen Sektoren übernehmen. Für lebensnotwendige Tätigkeiten werden Arbeitslose herangezogen, so auch für die Beseitigung der Trümmer. Mit Freiwilligkeit hat das wenig zu tun. Denn nur für Schwerstarbeit gibt es eine Lebensmittelkarte, die ausreicht, um eine Familie zu versorgen. Und diese Frauen, die für höhere Essensrationen in einem festen Arbeitsverhältnis räumen, bekommen im Berliner Volksmund einen Namen.
Trümmerfrauen. In Berlin entstehen auch die Bilder, die wir alle kennen. Spektakulär in Szene gesetzt durch den späteren Oscar-Gewinner William Wyler. Dabei hat der Hollywood-Regisseur nichts dem Zufall überlassen. Wenn auch die Abläufe vor der Kamera nicht immer auf Anhieb klappen. Diese Frauen warten auf Anweisungen der Regie. Und sie will endlich die schweren Steine ablegen. Nicht nur in Berlin posieren die Trümmerfrauen für die Kamera. Auch in anderen Städten im Osten, wie hier in Dresden. Von Männern keine Spur. Weniger bekannte Aufnahmen zeigen, es hat auch Trümmermänner gegeben. Zu Beginn in der Minderheit, doch das ändert sich schnell. Die Akten der Arbeitsämter belegen, bereits ein Jahr nach Kriegsende sind in Berlin und der sowjetischen Zone wieder mehr Männer auf den Baustellen anzutreffen. Und auch als die Trümmerfrauen noch das Stadtbild bestimmten, waren es weit weniger, als man meint. Die Frau bei der Trümmerräumung in Berlin war kein Massenphänomen. Man muss ungefähr von 2-5% der arbeitsfähigen Frauen oder der erwerbstätigen Frauen in Berlin davon ausgehen, dass eben 2-5% davon bei der Trümmerräumung eingesetzt wurden. In der sowjetischen Besatzungszone hat die Trümmerräumung per Hand mehr als nur eine symbolische Bedeutung. Doch sonderlich beliebt ist die harte und schmutzige Arbeit nicht. Stadtverwaltungen und Einsatzleiter der Bauämter klagen über mangelnde Arbeitsmoral. Sie wollen schnelle Ergebnisse. Dieser Zeitungsartikel mahnt zu mehr Einsatz und bemerkt, Frauen und Männer, auf Schaufeln und Hacken gestützt, gelangweilt, ins Licht blinzelnd und nur auf den Feierabend wartend? Also es gibt in den entsprechenden Zeitzeugen, Interviews und so weiter immer wieder den Ausdruck Sträflingsarbeit. Das war dreckig, man fühlte sich öffentlich vorgeführt, man trat praktisch in die Fußstapfen der früheren Zwangsarbeiter. Insofern war diese Arbeit natürlich sehr negativ besetzt und man sah dabei auch nicht gut aus. Also man, wenn man sich diesen Staub vorstellt, wenn man sich diesen Dreck vorstellt, da war man danach eben nicht mehr eine irgendwie vorzeigbare junge Frau, sondern war eben von oben bis unten dreckig. Und das hat natürlich dieser Arbeit keine guten Noten gebracht. Die Trümmerarbeit im Osten braucht ein neues Image. Eine von oben gelenkte Propagandaaktion soll helfen, die Räumleistungen der Bauhilfsarbeiter zu steigern. Insofern muss man von regelrechten Medienkampagnen sprechen, die eben von Berlin ausgehend, aber dann auch schnell ausgreifend auf die gesamte sowjetische Besatzungszone in den Tageszeitungen und auch in den Frauenzeitschriften lanciert wurde. Auch mit entsprechenden Fotografien oder Abbildungen, die eben suggerieren, Trümmerräumung ist eine Arbeit, die Spaß macht. Da Frauen direkt nach Kriegsende noch die Mehrheit der Arbeitskräfte stellen, richtet sich die Kampagne vor allem an sie. Während im Westen die Trümmerfrau nur selten eine Meldung wert ist, wird sie in Berlin und im Osten gezielt zum Medienstar aufgebaut. Vom Stigma der Strafarbeit befreit, soll sie durch die Propagandakampagne zur Heldin des Wiederaufbaus werden. Das positiv gezeichnete Bild der Trümmerfrau hat wenig damit zu tun, wie die Arbeitslosen, die zur Trümmerräumung eingesetzt wurden, sich selbst empfunden haben. Das lässt sich zum Beispiel zeigen an Leserbriefe, die die Redaktion einer Frauenzeitschrift erreicht haben, wo eben diese Bauhilfsarbeiterinnen auf diese Medienberichterstattung reagieren und ganz klar sagen, dass sie eben nicht das Gefühl haben, eine ehrenhafte Arbeit zu machen, dass die Arbeit hart ist und dreckig und schwer und dass, wenn sie eine Wahl hätten, sie eben nicht ausführen würden. Trotz Kampagne mag der Imagewandel von der Strafarbeit zur idealistischen Tat nicht gelingen. Der Propagandaeffekt ist dennoch nachhaltig. Der Mythos Trümmerfrau ist geboren. Die Männer sind in die hintere Reihe verwiesen oder ganz aus dem Bild gelöscht. Es bleibt die Vorstellung, dass die Frauen die Last des Wiederaufbaus alleine tragen mussten. Das Klischee ist stärker als die Wahrheit. Im Westen Deutschlands entwickelt sich das Bild der Trümmerfrau ganz anders. Den Blick nach vorne gerichtet, wollen die Menschen schnell die Vergangenheit hinter sich lassen. Der Wiederaufbau schreitet ständig vorwärts. Jede Stadt entwickelt ihre eigene Methode von Entrümmerung und Aufbau.
Aufräumen und aufbauen. Das ist der Rhythmus, der das Arbeitsjahr 1946 bestimmte. Überall werden die Spuren des Krieges aus dem Weg geräumt. Den Blick zurück vermeidet man in der Regel. Wenn dennoch die Vergangenheit zum Thema wird, fühlen sich viele vor allem als Opfer. Zuerst als Opfer der Nazis, dann der alliierten Bombenangriffe und schließlich einer vermeintlichen Siegerjustiz. Im Zuge von Verdrängung und Schuldabwehr rücken vor allem die Frauen in den Fokus. Im Westen war in der Tat das Bild sehr lange virulent, dass die Frauen es diejenigen sind, die vor allen Dingen gelitten haben unter dem Krieg, Opfer des Krieges waren und letztlich die trauernden Mütter, die trauernden Bräute, die trauernden Schwestern waren, die eigentlich aufgrund ihrer doch eher weniger Beteiligung an politischen Entscheidungen in dieser Zeit doch eher die Leidtragenden waren, während die Männer diejenigen waren, die das Ganze angerichtet hatten. Und so werden jetzt auch die Trümmerfrauen vor allem bedauert. Schicksale, nichts als Schicksale, Opfer, nichts als Opfer der Nazi-Verbrechen. Im Westteil der geteilten Stadt Berlin soll 5 Jahre nach Kriegsende nichts mehr an den Krieg erinnern. Trümmerfrauen möchte keiner mehr sehen. Ein Blick auf den Kurfürstendamm, wie er heute ist. Jetzt sind es Airways und Subways und dazwischen buddeln die Berliner. Und immer noch sind Frauen dabei. Schade, das sollte es doch nun endlich nicht mehr geben. Zum Wohl, fleißige Berlinerin. Prost, schöne Berlinerin. Die Amerikaner sind der Motor des Aufschwungs im Westen. Der Marshallplan soll den Menschen hier Wohlstand bringen, um sie gegen die Verheißungen des Sozialismus zu immunisieren. Noch immer ist das europäische Wiederaufbauprogramm, der Marshallplan, der wichtigste Faktor im Wirtschaftsleben Europas. Augenblicklich arbeitet man in Washington vor allem daran, mit Mitteln des Marshallplanes die Arbeitslosigkeit einzudämmen, in erster Linie durch großzügige Förderung des Wohnungsbaues in Westdeutschland. Der Osten nimmt eine ganz andere Entwicklung. Weil die Demontagen, die Stalin anordnet, vor allem den Maschinenbau treffen, fehlen genau die Geräte, die für eine professionelle Enttrümmerung nötig sind. Deshalb müssen alle ran. Während die Westbürger nur wenige Tage schippen mussten, sind im Osten Arbeitseinsätze über Jahre hinweg Pflicht für Männer und Frauen. Die Bürgereinsätze wurden von einer nationalen Initiative abgelöst, dem sogenannten Nationalen Aufbauwerk. Das war gestartet als nationales Aufbauprogramm in Berlin und hatte dort eben vor allem den Grund, dass man nach sozialistischem Architekturvorbild die Stalinallee erschaffen wollte. Auf der Straße waren in der Zwischenzeit die Ausschachtungsarbeiten abgeschlossen. Und am 3. Februar 1952 legte Ministerpräsident Otto Grote wohl den Grundstein für die neuen Wohnhäuser unserer Allee. Die Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee, errichtet aus den Trümmern der zerstörten Frankfurter Straße. Das Vorzeigeprojekt der DDR. Und tatsächlich ohne Trümmerfrauen nicht denkbar. Gedankt wird es einigen mit Wohnungen auf der Prachtstraße. Die ersten Wohnungen erwarteten ihre Besitzer. Das sind sie, die Woche für Woche nach der Arbeit in Liebe zu unserer Stadt freiwillig die Trümmer des Krieges überwinden halfen. Sie wurden prämiert. 200 Halbschichten leistete Frieda Merz. Auch im Westen werden bombardierte Flächen für Großbauprojekte genutzt. An der Räumung des Baugrunds für die Hamburger Grindelhochhäuser sind allerdings keine Frauen beteiligt. Im Gegenteil. Über die Trümmerfrauen-Räummethode des Ostens macht man sich lustig. Der Westen baute auf, der Osten ab. Der Wiederaufbau wird so auch zum Wettstreit im Kalten Krieg. Im Westen sind die Baustellen wieder reine Männerdomäne. Die Kriegsheimkehrer sollen zurück ins Berufsleben, arbeitende Frauen dagegen ihre Plätze räumen.
Eine große Sorge war in Westdeutschland nach 1945 die Bedrohung der Institution der Familie. Mutter, Vater, Kind. Vater fehlte häufig. Insofern wollte man möglichst die Frauen auch so unterstützen, dass sie weiterhin vor allem ihrer Mutterrolle aufgehen konnten. Und die Politik Adenauers, der hat ja relativ früh, 1953, ein entsprechendes Ministerium ins Leben gerufen, von Franz Josef Würmeling betreut, der natürlich eine sehr konservative, auch sehr, ja, sehr kirchliche Familienpolitik wieder auf den Weg gebracht hat. Nach dieser Familienpolitik haben Frauen ihren Platz am Herd, nicht im Beruf. Abgesehen von ihrer körperlichen Überlastung sind diese, unsere Frauen und Mütter, auch in Gefahr, ihrer echten, vor allem auch der mütterlichen Aufgabe in der Familie nicht mehr so gerecht werden zu können. Bald ist die Welt im Westen wieder in Ordnung. Die Kurve der jährlichen Geburtenziffern steigt. Von 1952 an, sozusagen im Rhythmus des Wiederaufbaus in der Bundesrepublik, stieg der Wunsch nach dem Glück in der Wiege unaufhaltsam. Die Trümmerfrau steht jetzt für notgeschuldete Frauenarbeit. Etwas Unnatürliches, das der Krieg erzwungen hat. Die Denkmaleinweihung in West-Berlin erklärt sie zur Vergangenheit. Auf einem Trümmerberg auf der Rixdorfer Höhe steht die schlichte Statue als ständige Erinnerung an Deutschlands bitterste Zeit. Ganz anders im Osten. Man hat gerade, was die SBZ, also die sowjetische Besatzungszone angeht, versucht, ein neues Frauenbild in die Welt zu setzen. Und dafür waren natürlich auch die Trümmerfrauen, also die Frauen, die konkret in der Trümmerarbeit zuständig waren, ein sehr gutes Symbol, weil sie eben zeigten, die Frauen sind überall tätig, auch in den Bereichen, die normalerweise männlich konnotiert waren, männlich besetzt waren, Schwerstarbeit leisten konnten auch. Also Bereiche, die bislang zumindest für Frauen eigentlich nicht gedacht waren. Auf der Maschinenausleihstation Plötz in Mecklenburg wurde wieder einmal bewiesen, dass die Frauen überall ihren Mann stehen können. Gleichberechtigung in der DDR dient nicht zuletzt dem Ausgleich des Arbeitskräftemangels und der Steigerung der Produktivität. Das Ziel, Frauen in gängige Männerberufe einzugliedern, muss allerdings noch salonfähig gemacht werden. Da wird die Trümmerfrau zur Idealbesetzung. Sie verkörpert den Prototyp der neuen sozialistischen Frau. Frauen und Mädchen in der Deutschen Demokratischen Republik, das stellen wir mit Freude fest, haben seit dem 5. Parteitag noch stärker die Möglichkeiten genutzt, die ihnen die Befreiung der Frau von kapitalistischer Knechtschaft und Ungleichheit gibt, um alle ihre Talente und Fähigkeiten zu entfalten. Im Bundestag hörte man immer wieder Reden von Bundestagsabgeordneten, die eben warnend in den Osten zeichnen, so wollen wir nicht, dass unsere Frauen missbraucht werden, dass sie so schwere Arbeiten tun müssen. Das haben wir schlichtweg nicht nötig. Die können ihrer weiblichen Bestimmung weiterhin folgen und sollten das auch tun. Und insofern hat man im Kalten Krieg immer das jeweilige Gegenbild als das Zerrbild dargestellt, wo man nicht hin wollte. Nach 16 Jahren währenden Versprechungen sieht die Wirklichkeit in der Zone so aus. Frauen und Kinder beseitigen noch immer die Trümmer des letzten Krieges. Im Schatten einsam stehender Propagandastraßen. Im Westen bedauert, im Osten eine Ikone und fester Bestandteil der offiziellen Staatsideologie. Das Bild der Trümmerfrau wird zum Spielball im Kalten Krieg. Also ich finde es sehr bezeichnend, den Unterschied zwischen Ost und West, wenn man sich die Denkmäler der Trümmerfrauen anschaut. Im Osten ist sehr schnell ein Denkmaltypus entstanden, der vor allen Dingen eine junge Frau zeigt, eine Frau, die in die Zukunft schaut, die optimistisch in die Zukunft schaut, während eine Trümmerfrau in West-Berlin als die Trauernde, als die Verhärmte, die abgearbeitete ältere Arbeiterin gezeigt wird, die als Symbol einer schlechten Vergangenheit dasteht. Also insofern ist das ein, ich finde, schon in den Denkmälern sehr deutlicher Unterschied. Das Denkmal der Westberliner Trümmerfrau zeigt mehr als deutlich. Als Rollenmodell oder als Ikone sieht man sie nicht. Über Jahrzehnte bleibt die Erinnerung an die Trümmerfrauen gespalten. Im Osten gelten sie als Vorbild. Im Westen geraten sie in Vergessenheit. Doch dabei wird es nicht bleiben. Bonn 1985. Das überraschende Comeback der eigentlich ungeliebten Trümmerfrau bahnt sich an.
Die Regierung Kohl beschließt ein neues Gesetz zur Rentenreform. Künftig können sich Frauen das erste Lebensjahr eines Kindes auf die Rente anrechnen lassen. Doch es fehlt das Geld, um alle Jahrgänge zu berücksichtigen. Vom sogenannten Babyjahr können Rentner vom Jahrgang 1921 an Gebrauch machen. Ausgerechnet die Frauen, die in Krieg und Nachkriegszeit unter härtesten Bedingungen für das Überleben der Familien sorgen mussten, sollen von der Regelung ausgenommen werden. In Zeiten des Aufschwungs wurden sie aus dem Berufsleben wieder herausgedrängt und konnten kaum Rente erwirtschaften. Gegen diesen Ausschluss dieser älteren Rentnerinnengeneration formierte sich Widerstand, vor allem unter dem Dach der Grauen Panther. Und in diesem Zusammenhang wurde die Trümmerfrau quasi zu einem Generationenbegriff, der jetzt alle Frauen bezeichnete, die die Kriegs- und Nachkriegszeit als Erwachsene erlebt hatten. Der Wohlstand kam ganz schnell, die Wirtschaft lief empor, die Männer waren Henne und schafften es im Chor. Wir Frauen gingen wieder zurück an unseren Herd. Und darum sind wir heute nur wenig Rente wert. Um den Blick auf die umfassende Leistung einer ganzen Frauengeneration zu lenken, bedienen sich die Grauen Panther ausgerechnet der Figur der Trümmerfrau. Sie wird zur Wegbereiterin des Wirtschaftswunders, von dem sie selbst nun nicht profitieren soll. Der Begriff Trümmerfrau ändert sich komplett. Er meint jetzt nicht mehr nur die Frauen, die tatsächlich Schutt geräumt haben, sondern alle Frauen der Nachkriegszeit. Wenn schon eine Heldenschau, dann gehört auf jeden leeren Sockel eine Trümmerfrau. Zusätzlichen Zündstoff bekommt die Debatte 1987, als sich eine ehemalige echte Trümmerfrau das Leben nimmt. Kurz zuvor gehörte sie noch zu einer Gruppe Berlinerinnen, die dem US-Präsidenten Ronald Reagan als Heldinnen der Stunde Null vorgestellt wurden. Die Grauen Panther erklären ihren Todestag zum Gedenktag für die Trümmerfrauen. Am Ende der Rentendebatte hat eine Seniorenbewegung den Mythos Trümmerfrau umgeschrieben. Ab jetzt ist sie die Mutter des Wirtschaftswunders. Also letztlich waren es in den 1980er Jahren zwei gesellschaftspolitische Debatten, die eben die Trümmerfrau zu neuem Leben erweckt haben oder eben zu dieser Ikone machten, die sich ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt hat. Das war eben neben diesen Rentendebatten um das Babyjahr die Frauengeschichtsschreibung. Der Feminismus krempelt auch die Geschichtswissenschaft um und rückt erstmals die Geschichte von Frauen in den Fokus. Die Nachkriegskinder machen den Anfang bei ihren Müttern. Also ich denke schon, dass in der Folge der Studentenrevolte von 68 und dann der beginnenden neuen Frauenbewegung die Frauen sehr stark auf der Suche waren nach Vorbildern, nach weiblichen Vorbildern, an denen man sich orientieren konnte, die man auch aus dem Vergessen wieder hervorholen konnte, die auch dann zeigen sollten, die Frauen waren stark. Das Ergebnis ist zwiespältig. Die Trümmerfrau wird ohne großes Hinterfragen zur Heldin verklärt. Gleichzeitig zementiert die Frauenbewegung einen anderen Mythos. Diese Vorstellung von der Frau, die eben an diesem Männerkrieg nicht Schuld und Verantwortung trug, ist weitergeführt worden in den Urteilen, in den Publikationen. Und das hat natürlich jetzt auch in diesen 70er Jahren dazu geführt, dass man auch nicht daran erinnert hat, dass die Frauen in der NS-Zeit dabei waren, dass sie Verantwortung übernommen hatten, dass Frauen bis hin in die KZs als Aufseherinnen ein ganz breites Spektrum an Täterschaft oder zumindest an Verantwortung übernommen hatten. Das neue westliche Bild der Trümmerfrau hat mit diesem Teil der Geschichte nichts zu tun. Ein wichtiger Ausgangspunkt des Mythos gerät dabei völlig aus dem Blick, dass nämlich die Alliierten einzelne Frauen durchaus als belastet ansahen und sie für ihre Mittäterschaft im Nationalsozialismus mit Trümmerarbeit bestraften. Die überraschende Umdeutung des Trümmerfrauenbildes im Westen rückt den Mythos West in die Nähe des Mythos Ost. Bei der Wiedervereinigung haben die Erinnerungen an die Nachkriegszeit eine gemeinsame Heldin. Spätestens nach 1989
hat man einen sehr, sehr starken, großen Konsens zwischen beiden Seiten gefunden, dass die Trümmerfrauen als Symbol für den Neuaufanfang, für einen friedlichen Aufbau einer neuen Gesellschaft durchaus als positives Symbol gesehen wurde, auf beiden Seiten. Im geeinten Deutschland setzt eine neue Beschäftigung mit der deutschen Geschichte ein. Doch man blickt lieber auf Helden als auf Verbrecher. Der Mythos Trümmerfrau ist plötzlich in aller Munde. Ein regelrechter Boom entsteht mit den alten, von der Propaganda inszenierten Bildern. Bücher und Filme feiern die Wegbereiterinnen des Wirtschaftswunders, verbeugen sich vor einer nationalen Ikone. Wie viel Wahrheit überhaupt in diesem Mythos steckt, wird nicht mehr hinterfragt. Nach dem verlorenen Krieg bauen die Trümmerfrauen das kaputte Land. Und da viele Männer noch in Gefangenschaft waren oder schon wieder im Beruf standen, waren es vor allem die Frauen. Tausende von Frauen machen die Drecksarbeit. Viele Männer gefallen, mit ihren bloßen Händen sind die Frauen, die Steine schütteln, die da auf die Frauen zupacken. Die Trümmerfrau ist auch geeignet als Ikone, als Mythos. Sie ist Teil einer Ikonografie der Nachkriegszeit. In diese Bildprogramme gehört der Kriegsverletzte, der nur noch einen Stumpf hat, und die Flüchtlinge, die auf der Flucht sind vor der Roten Armee. In dieses Bild gehören aber auch Kinder, die in Trümmern spielen. Und in dieses Spektrum dieser Nachkriegsikonografie gehört auch die Trümmerfrau. Das ist einerseits Bild des deutschen Wiederaufbaus, aber natürlich auch Bild der deutschen Opferrolle. Mitte der 90er Jahre setzt eine regelrechte Welle von Denkmaleinweihungen ein. Die Initiative geht dabei meist von Kriegskindern aus. Eine Verhüllungsaktion in München stört die Harmonie. Die Aktenlage hat hier bewiesen, die angeblichen Trümmerfrauen waren ehemalige Nazis, die Strafarbeit leisten mussten. Dennoch wird das Denkmal emotional, teils unsachlich verteidigt. Das speist sich aus persönlichen Erinnerungen nicht mal der Frauen selber, sondern der Kindergeneration, also oft eben der Kriegskinder, die vor Augen haben, dass ihre Mütter ein entbehrungsreiches Leben geführt haben, sich selbstlos aufgeopfert haben. Und sie haben dieses Bild von diesen Müttern in den Trümmern vor Augen. Dass das nicht mit der historischen Wirklichkeit in Übereinstimmung zu bringen ist, das ist dann oft ein sehr schmerzlicher Prozess, der nicht immer auch nachvollzogen werden kann. Bei den Denkmälern geht es oft nicht mehr darum, ob es in den Städten tatsächlich Trümmerfrauen gab. Es geht darum, die Leistung einer ganzen Generation zu würdigen, zu deren Symbol sie heute geworden sind. Ein nachvollziehbares Bedürfnis? Die Aufbaugeneration ist im Grunde personalidentisch mit dieser Verantwortungsgeneration vor 1945. Möchte ich die ehren, diese Verantwortungsgeneration, nur weil sie nach 1945 sich als Aufbaugeneration geriert? Das Bild der Trümmerfrau ist seit dem Kriegsende immer wieder für unterschiedliche Interessen inszeniert und mit Bedeutung aufgeladen worden. Dabei ist ein Mythos entstanden, der die Sehnsucht nach Unschuld und Stärke zugleich erfüllt. Aber er blendet viele unbequeme Wahrheiten aus. Die jahrelange Diskussion in München hat immerhin eins bewirkt: Das Denkmal erinnert auch an die Verantwortung dieser Generation.